Oh, also, ja, was war los? Also, Leute, ich glaube, ich schulde euch mal eine kleine Erklärung, was in den letzten Monaten los war. Also, ja, ich sag's kurz und knapp. Wir sind umgezogen und haben renoviert. Überraschung, ich bin wieder da. Ich war jetzt auch wieder aktiv Content. Und ich habe hier auch ein paar Bilder vorbereitet, die ich euch jetzt nacheinander einblenden werde, was wir so in den 3 Monaten gemacht haben. Und was da auch alles passiert ist und was uns gerade da rein. Und am Ende zeige ich euch noch mein Setup aktuell, wie es aussieht. Okay, wir blenden mal das erste Bild ein. Hier. Das ist mitten in der ersten Woche passiert. Da haben wir ein Gerüst aufgebaut und angefangen zu dämmen mit Holzfaserwolle. Unten seht ihr auch einen Betonbogen, wo im Nachhinein auch schönerer Boden reinkam. Aber dazu kommen wir später. So, hier seht ihr noch die Hand von meinem Vater. Okay. Also hier ist halt alles schon fertig gedämmt und das ganze Gerüst ist schon fertig. Und das ist auch, glaube ich, auch Ende der ersten Woche oder Anfang der zweiten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nun ja, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Bild. Also, ich mache das jetzt auch ein bisschen schnell so. Ich erzähle immer wieder zum Bild, entspanne. Hier auch der Hintergrund hier, ne? Also, hier schön weihnachtlich, hier unten rechts, hier unten. Hier in mein Kind. Hier ist ein Lagerfeuer. Hier wunderschön, hier ein Schneid. Und hier ist ein Christbaum. Also, ich habe mir da auch schon Mühe gegeben, natürlich. Ja, okay. Bild Nummer 3. Hier, da kamen Gipsplatten hin. Wir haben da eine Gipswand hingezogen. Hier seht ihr auch schon links am Bild. Hier ist auch schon fertig gedämmt worden. Ja, also das war halt auch echt viel Arbeit, diese ganzen Schrauben daran zu machen. Also diese ganzen schwarzen Punkte, die ihr seht. Das sind alles Schrauben, die wir dran machen mussten. Und es war auch schon richtig Arbeit. Nun ja, das nächste Bild, was jetzt auch schon ist. Hier. Also. Ja. Ich muss da so ein bisschen was zensieren, weil ich glaube, da sieht man so ein bisschen von meinem Vater. Hier wurde halt schon das erste obere Stück hingemacht. Das war, glaube ich, noch am gleichen Abend oder am nächsten Tag. Das weiß ich nicht mehr. Aber hier haben wir halt alles zusammenschneiden müssen, beziehungsweise brechen müssten. Und das haben wir halt auch dran gemacht. Das nächste Bild, das ist auch schon ein großer Unterschied. Jetzt auch schon alles hier fertig mit tiefem Grund, glaube ich, heißt es. Verspachtelt. Hier, das sieht jetzt richtig aus wie auf dem Bau. Und jetzt beim nächsten Bild ist hier, naja, wie man sieht, schon gestrichen, die Decke. Ich weiß nicht, ob ich das schon vorher erwartet. Hier. Ah, doch, die Decke war schon so. Nun ja, die ist halt nochmal gestrichen. Und das sieht halt jetzt echt schön aus. So. So. Nächstes Bild. Hier. Hier haben wir angefangen, den neuen Boden reinzulegen, den Laminat. Der ist eigentlich auch schon ganz schön geil. Also, der sieht schön aus. Das ist auch glücklicherweise fertig. Das unten, das ist kein Holz. Das ist Hanf. Das ist was ähnliches wie Holz. Das ist auch so ein bisschen strohartig. Das riecht echt gut. Und hier ist halt der Boden schon fertig. Jetzt habe ich noch ein Bild eigentlich vorbereitet, was ich nicht eingefügt habe. Hier seht ihr jetzt das Büro. Da haben wir nochmal einen anderen Boden, einen anderen Laminat. Das ist auch echt schön. Hier da links oben, da stehe, also da sitze ich aktuell. Hier ist mein Setup. Jetzt habe ich auch die Setup-Bilder nicht drin. Boah, ey. So. Nun möchte ich euch jetzt ein bisschen. Mann, ich habe schon wieder was vergessen. Okay, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Also, das ging jetzt um meine Minecraft-Cosmetics. Hier. Seht ihr jetzt mal kurz das Intro eingeblendet? Das Intro habt ihr gerade gesehen, das war hier jetzt einfach angeblendet. Ja, es ging um meine Cosmetics. Und ich sehe ja dieses, also ich habe gesehen, dieses, wie heißt das, dieses Kreis-Animation links da. Und dann wurde es geklappt. Ich habe jetzt auch schon löschen lassen und das ist schon alles geklärt. Aber dennoch möchte ich es euch so sagen, dass jetzt nicht irgendwie. Ihr wisst, was ich meine. So, hier hat Lekoi drauf reagiert. Ich will sogar gucken, sagen wir es, gucken uns mal an. Mit dem Hauptaccount habe ich noch nicht geliked, aber hier, was ein Skandal. Ich hab's mit meinem zweiten Account, das ist wirklich der echte Account, keine Sorge, kommentiert.
Nein. So. Spaß beiseite. Wir gucken mal. Ich weiß nicht. Vielleicht. Da ist noch der Chat. Vielleicht müsste ich jetzt einen Sound lauter machen, weil ich glaube, man hört das Video nicht richtig. Aber ich würde sagen, wir gehen rein. Ihr habt meine Kosmetik geklaut, da würde ich jetzt mal reingucken und zwar das so lange nicht mehr, aber ich würde das Reaction-Video aufbringen. Okay. Zweiten Das war bei Ihnen ein Video. Ich muss sagen, das Video ist jetzt privat. Also ihr könnt es euch nicht mehr angucken. Aber vielleicht haben es ein paar mitbekommen, die auf meinem Discord sind. Ich habe es ja auch da reingeschickt. Ich würde sagen, hier sieht man, das ist halt meine Animation, also die ist halt in meinem Video und das ist einfach nur geklaut, also jetzt einfach nur heruntergeladen, wer weiß. So, ich würde sagen, wir machen weiter. Nikos Video ist jetzt auch gleich vorbei. Ich verlinke es euch nochmal in der Videobeschreibung. Nochmal richtig großes Dankeschön, dass er es überhaupt so nochmal gezeigt hat. So, jetzt würde ich nochmal sagen an Oliver. Nämlich Oliver hat es mir überhaupt geschickt. Oliver, ohne Oliver wäre es wahrscheinlich noch online und ich hätte gar nichts mitbekommen. Okay. Also guckt bei Recall vorbei. In der Beschreibung sein Video und sein Kanal. Also mit dem Video natürlich. Und Olivers Kanal. Da könnt ihr auch mal ein Abo da lassen und vielleicht ein Danke in irgendeinem Video. Unter den Kommentaren natürlich. Dann sage ich auch, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war bisher, glaube ich, mein persönliches Video auf dem Kanal. Und ich würde sagen, ja, tschüss.